Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Drumstimme rausnehme, siehst du auch sofort ändert sich die Waveform oben, ja? Jetzt haben wir eine ganz andere Waveform. Wir haben jetzt nur noch die Harmonie und Vocals drin. Hört sich schon jetzt so an. Yo Leute, was geht? Wes ist wieder hier am Start mit einem neuen Video und heute geht es darum, wie du ganz leicht ein sehr, sehr gutes A Cappella aus jedem beliebigen Song extrahieren kannst. Viel Spaß! Yo, welcome back, guys. Freut mich, dass du wieder hier eingeschaltet hast bei diesem neuen Video. Und ja, dieses Video kann für einige sehr interessant sein, die gerne mit A Cappellas arbeiten, mixen, aber auch für Producer da draußen, wenn du ein Producer bist, wenn du ein A Cappella brauchst vor einem Song, wo es einfach im Internet noch keine A Cappellas angeboten wird. Wir kennen es alle, wir brauchen mal hier ein A Cappella, suchen danach und meistens finden wir auch einen im Internet. Falls der Song aber ganz aktuell ist, dann gibt es meistens noch kein A Cappella online oder vielleicht in schlechter Qualität. Aber meistens gibt es keinen online. Ich habe jetzt einen Weg gefunden, weil ich auch da auf Zufall drauf gekommen bin und ich das in den DJ News letztens irgendwo gesehen habe. Vielleicht kennt ihr alle die App DJ, die DJ-App, also DJY, so wird es geschrieben. Da habe ich auch mal ein Tutorial zu gemacht, ganz früher. Sie gibt es soweit fürs Handy, fürs iPhone, glaube ich, und für den Mac. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt es auch für Windows. Und die haben jetzt vor einigen Wochen ein Feature herausgebracht. Da haben die so eine Artificial Intelligence eingebracht, also einen Algorithmus, der Drums, Melodien herausfiltern kann, wenn du das einstellst und nur zum Beispiel die Vocals stehen lässt. Aber auch genauso kann man nur die Vocals rausziehen und nur die Drums, also dass man nur ein Instrumental hat. Sehr, sehr cool und ich habe es mal ausprobiert bei einer meiner Mixen, dass ich brauchte ein A Cappella von The Riddle, also das ist ein sehr alter Song von DJ D'Agostino, wie man der auch heißt. Und da gab es einfach kein A Cappella. Und da habe ich gedacht, wie komme ich jetzt daran? Und dann ist mir das nochmal klar geworden. Ah ja, da gibt es doch jetzt eine Technik. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal gleich an, wie das funktioniert. Also, das Ganze schauen wir uns jetzt hier mal auf dem iPhone an. Ihr braucht eigentlich zwei Apps dafür. Eigentlich mindestens eine. Also die DJ-App müsst ihr euch den App Store runterladen. Das verlinke ich auch mal unten in die Videobeschreibung. Und ja, er braucht auch einen Cloud-Service, also eine Dropbox oder ein iCloud oder Google Drive oder sowas. So, den Song, den ihr gerne, wo ihr gerne das A Cappella haben wollt, raushaben wollt, das müsst ihr vorbereiten auf dem Laptop in eure Cloud dann laden. Und ich habe das jetzt mal in die Dropbox vorbereitet und das ist der Song, also The Riddle von Gigi D'Agostino. Und das muss ich dann ex exporten. Dann suche ich jetzt hier mal die App raus. Das ist jetzt DJ. Ja. Da müsst ihr das da reinladen und dann öffnet sich die App und es dauert ein paar Sekunden, dann wird es da reingeladen, automatisch schon drin. Übrigens, diese App gibt es nicht for free, die muss man auch kaufen. Man kann, glaube ich, die einmalig bezahlen, ich weiß nicht genau wie viel, und monatlich, ich glaube mit 7 oder 10 Euro im Monat. Aber es gibt auch eine Free Trial und die benutze ich hier gerade. Und ja, verlinke ich, wie gesagt, unten in die Videobeschreibung. So, wir haben jetzt diesen Song. Spiel mal kurz hier an. Aber auch nicht länger, weil jeder weiß, es gibt nachher Copyright-Probleme hier bei dem Song. Wir wollen jetzt hiervon das A Cappella haben. Wie machen wir das? Okay. Seht ihr hier in dieser Mitte dieses N, wo ich jetzt draufklicke? Dieses N, was jetzt hier gelb umrandet ist, umkreist ist. Das ist diese neue Funktion, die es jetzt hier in dieser App gibt oder auch in der Laptop-Version. Und hiermit können wir dann die verschiedenen Elemente steuern. Wir können sie ausschalten, wir können sie weniger machen, wir können sie aber auch ganz da lassen. Ich wechsle jetzt mal, ups, ich wechsle mal hierfür jetzt in den Quermodus. Obwohl, ne, ich lasse mal so. Und gehe jetzt mal darüber. Jetzt seht ihr, ich kann jetzt in der App einiges steuern. Wir haben hier die Drums, wir haben die Harmonie und wir haben die Vocals.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Drumstimme rausnehme, siehst du, auch sofort ändert sich die Waveform oben, ja? Jetzt haben wir hier eine ganz andere Waveform. Wir haben jetzt nur noch die Harmonie und Vocals drin. Hört sich schon jetzt so an. Okay, jetzt haben wir aber immer noch diese Melodie eben drin. Die Vocals sind schon mal raus. Was für ein Unterschied, hört man direkt, oder? Also finde ich schon sehr, sehr krass, wie gut der Algorithmus das ja arbeitet. Und wenn wir jetzt noch die Harmonie rausdrehen, dann sieht man erstmal, ist gar nichts mehr hier an der Waveform, sondern nur an diesen Stellen tatsächlich. Ich mache mal hier mal die Audio runter, sonst hört man das ja die ganze Zeit, wenn ich hier durchscrolle. So, und jetzt tatsächlich filtert er nur den Gesang raus. Ist das nicht krass? Also wenn wir uns das mal anhören. I got two strong arms, ja. Blessings of Babylon, time to carry on. Gehen wir mal ein bisschen weiter rein, hier. Ja, genau, diese Stelle will ich haben. Whoop. Ja, irgendwo so. Na, hier so. Wir hören jetzt richtig gut das A Cappella. Ja, ich muss zugeben, es ist nicht perfekt. Es ist nicht perfekt. Man hört hier und da noch verschiedene Frequencies, aber für das die App, also dass es nur eine App ist, ist der Algorithmus richtig, richtig gut und gibt schon richtig gute Resultate. So, wenn man das jetzt so hat, also man kann dann noch ein bisschen die Vocals verstärken oder verringern, man kann da ein bisschen rumstehen, also das ist euch völlig frei überlassen, aber mir gefällt das persönlich ziemlich, ziemlich gut und ich habe bei meinem Mix, den ich auf dem Hercules Impulse 500 übrigens da in dem Hintergrund gemixt habe, da habe ich dieses A Cappella für meinen Mix benutzt. Falls du den Mix nicht gesehen hast, dann schau ihn dir einfach mal hier oben an. Da kannst du dich so anschauen. Das ist im Prinzip ganz einfach. Wir schauen uns jetzt mal die Stelle an, wo wir... Also welches Teil vom A Cappella haben? Entweder wir sagen, wir wollen das ganze A Cappella haben oder nur ein Teil. Ich will nur einen Teil haben, also wo kann ich jetzt mal schnell hinkommen? Diesen Part will ich hier haben. Was mache ich jetzt? Die App hat hier drin eine Recording-Funktion. Da klicken wir jetzt drauf und es öffnet sich dann so ein Window, wo wir dann einfach sagen, Start New Audio Recording. Und jetzt ist es hier rot hinterlegt, das heißt, er nimmt gerade auf. Gehen wir da zurück und jetzt können wir einfach auf Play drücken. Und so weiter und so fort, so lange wie du es aufnehmen willst. Und wenn du dann fertig bist, gehst du dann einfach wieder hier auf Recording und stoppst die Aufnahme, wenn du draufklickst. Und jetzt hast du dir 30.10.20 bla 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 die Uhrzeit. Und das schickst du mir dann, also bei Mac ist es jetzt sehr einfach, oder bei iOS, weil man sich das per Dropbox dann zuschicken kann. Aber du könntest dir es jetzt rein theoretisch auf deine Cloud wieder laden, auf die Dropbox und hast es dann auf deinem Rechner. Und dann, wenn du es einmal auf deinem Rechner hast, dann kannst du das A Cappella nutzen, es vielleicht noch bearbeiten mit einer Musiksoftware wie Ableton und sowas, kannst du es noch vielleicht bearbeiten und dann kannst du das von da exportieren und dann in deine DJ-Software reinladen. Ist das nicht cool? Das war mein kleines Tutorial hierüber, wie man ganz einfach sein DIY A Cappella extrahieren kann oder sein eigenes A Cappella ganz leicht selber machen kann. Es ist vielleicht nicht bei jedem Song immer die beste Qualität, aber jetzt in dem Fall bin ich sehr zufrieden und es reicht für die Mixing-Verhältnisse. Aber dafür, dass es, ja, sagen wir nicht umsonst ist, aber dass man nur zwei, drei Knöpfe drücken muss hier und es sehr flexibel mit der App machbar ist, finde ich das echt sehr, sehr cool. Falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben und denk da auch dran, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video sehen. Hier auf dem Kanal Wes. Bis dann, meine Lieben. Ciao.